Hey Leute, heute haben wir für euch 5 spektakuläre Bilder aus Filmen und wie sie ganz ohne CGI-Effekte beim Dreh ausgesehen haben. Los geht's! Nummer 5. Es gibt 2 Arten, computeranimierten Figuren Leben zu schenken. Entweder man animiert sie vollständig am Computer oder man packt einen Schauspieler in einen sexy Anzug und lässt ihn die Bewegungen spielen, erfasst diese und überträgt sie dann auf die Figur. Dieses Bild hier von Gollum aus Der Herr der Ringe sieht also in Wirklichkeit so aus. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Wo früher noch riesige Sets gebaut wurden, reicht heute ein relativ kleines Set mit einem Greenscreen. Im Film 300 wurde diese Szene hier zum Beispiel komplett im Studio gedreht und der weite Hintergrund ist nichts anderes als grüner Stoff. Wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr es eher schade oder cool, dass es heute diese Möglichkeiten gibt? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare und wir machen in der Zeit weiter mit der Nummer 3. Wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, wurde auch in dieser Szene aus The Avengers ein wenig am Computer nachbearbeitet. Ja gut, eigentlich auch ein bisschen mehr als nur ein wenig. Was im Film unfassbar spektakulär aussah, war in Wirklichkeit so ganz und gar nicht actionreich. Die Darsteller standen natürlich auch hier wieder vor grünen Wänden. Interessanterweise ist das Ganze aber für die Darsteller sogar viel schwieriger zu spielen, denn wo früher wirklich Pyrotechnik gezündet wurde, die man hörte und sah, müssen die Schauspieler sich das heute alles in ihrem Kopf vorstellen. Das gleiche gilt im Übrigen auch für dieses Bild hier aus demselben Film. Statt einem großen, angsteinflößenden Hall gibt es hier nur den Darsteller in einem sehr kuriosen Kostüm und statt der Stadt im Hintergrund mal wieder nur ein kleines Studioset und sehr, sehr viel Grün. Und wir sind fast am Ende mit der Nummer 2. Im Film Inception steht die ganze Welt Kopf. Plötzlich biegt sich die Straße nach oben und man läuft an Wänden hoch. Natürlich musste man hier auch wieder mit einem Greenscreen arbeiten, aber das reichte noch nicht. Da sich im Film nicht nur die Umgebung, sondern auch die Gesetze der Schwerkraft ändern, simuliert man das Ganze mit einem Kasten, der sich in verschiedene Richtungen kippen ließ. Mithilfe dieses Kastens konnte man quasi aus einer Wand einen Boden machen und umgekehrt und das Ganze während sich die Menschen darin bewegen. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Dieses Bild hier stammt, wie alle Kenner von euch vermutlich schon erkannt haben, aus der Erfolgsserie Game of Thrones. Auf diesem Bild hier sehen wir Daenerys Targaryen und Drogon. Oder? Nein, eigentlich sehen wir hier nur die Darsteller von Daenerys Targaryen und wie sie einen kleinen grünen Plüschball streichelt, der an einem Stock hängt. Der Drache wurde natürlich im Nachhinein mit Hilfe von CGI ins Bild gesetzt. Ja Leute, hier geht's jetzt für euch weiter mit 5 genialen Filmeffekten, die fast niemand entdeckt hat. Zum Anschauen einfach in die Mitte auf das Video klicken. Hat euch dieses Video hier gefallen, gebt ihm doch mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Ansonsten war's es auch schon wieder für heute, habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.